draußen. Ich bin doch kein Sonderangebot. Wir halten alle ein Mittagsschläfchen und... Da dachte ich mir, ich nutze die Gelegenheit. Ich wollte dich nur informieren, dass ich deine Gastfreundschaft nicht länger in Anspruch nehmen werde. Wo soll's hingehen? Hauptsache weg. Fahren Sie los! Sind Sie auf der Flucht? Jetzt fahren Sie endlich. Aber wie bist du denn freigekommen? Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Und was hast du mit ihnen gemacht? Die Guten sind etwas unpässlich. Vielleicht kümmerst du dich um sie. Ich kann leider nicht warten, bis sie wieder zu sich kommen. Ach, soll das heißen, du verlässt uns? Das hättest du wohl gern. Aber das wäre doch viel zu langweilig. Nein, mein Lieber, du hörst bald von mir. Ciao. Was ist los? Du siehst aus, als hättest du ein Gespenst gesehen. Ich habe noch einen Termin. Jawohl! Yes! Gar nicht schlecht. Du spielst auch nicht so ganz übel. Angeber. Sieh zu und lerne. Ich kann's kaum erwarten. Was war das denn für eine Gurke? Ich glaube, mir ist da was ins Auge gekommen. Oh mein Gott, was? Was ist denn an denen so besonders? Bist du blind? Auf einer Skala von 1 bis 10 sind die ja wohl mindestens eine 11. Naja, nicht schlecht. Du Angeber. Was ist nur gewesen? Ich wollte nur frische Luft schnappen. Ist irgendwas nicht in Ordnung mit der Luft auf der Terrasse? Ach, Daddy, mir war so langweilig. Du kannst dir nicht vorstellen, wie das ist, den ganzen Tag eingesperrt zu... Sorry. Carla macht sich Sorgen um dich. Sie wollte sofort einen Privatdetektiv engagieren. Das hast du ihr hoffentlich ausreden können. Das war nicht leicht, meine Liebe. Ich meine, welche Argumente hat denn ein besorgter Vater, wenn man ihm professionelle Hilfe anbietet? Ist sie misstrauisch geworden? Vanessa, wenn Carla das jemals rauskriegt, dann schickt ihr uns in die Wüste. Und zwar endgültig. Und auch noch ohne jeden Cent. Aber wie lange muss ich mich denn hier verstecken? Solange, bis ich einen Weg gefunden habe, dein Verschwinden zu erklären. Und wenn dir langweilig ist, dann hol dir meinetwegen diese Jana wieder her. Ach, die. Was denn? Habt ihr euch verkracht? Ja, verdammt nochmal, was ist denn, wenn sie alles ausplaudert? Das macht sie nicht. Auf Jana kann man sich verlassen. Na, hoffentlich. Die Keykarte. Wieso? Weil ich sicher gehen will, dass du hier nicht wieder verschwindest. Ich wäre doch erst gar nicht rausgegangen, wenn ich gewusst hätte, dass die ganze Stadt voller Suchplakaten von mir hängt. Was? Aber mir erzählt ja keiner was. Suchplakate. Männchen. Handstand?
Rolle. Gib Pfötchen. Komm her. Ich fühle mich heute ganz gut mehr. Ich habe die ganze Innenstadt mit den Plakaten tapeziert. Hat sich schon jemand gemeldet? Bis jetzt noch nicht. Irgendjemand muss sie doch gesehen haben. Es sei denn, sie... Vanessa taucht schon wieder auf. Dann kannst du sie weiter verarschen, ne? Nico wollte nur einen Witz machen. Lass mal, Felix hat recht. Das mit den T-Shirts, das war wirklich ein bisschen drüber. Das fällt dir aber reichlich früh ein. Ich gehe noch mal ein paar Flyer verteilen. Danke, Coco. Pepper, komm. Luca und ich, wir haben uns überlegt, wie wir noch mehr Menschen erreichen können. Sag mal, wo ist denn die Wasserwaage? Wasserwaage? Was du auf dem Bau wirklich brauchst, ist Augenmaß. Was ist denn los? Seid ihr taub? Brandner? Hallo, Paul. Was ist kaputt? Der Ball? Das tut mir leid. Ja, Luftpumpe ist hier im Keller. Nein, 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 mein Junge, die kann ich dir nicht bringen. Auch wenn der entscheidende Satz nicht zu Ende gespielt werden kann. Gott, der Ball ist kaputt. Einigt euch auf ein Unentschieden. Ah, verdammt, kannst du nicht aufpassen. Das ist dein Augenmaß. Was ist denn da los? Guck dir das mal an. Kannst du Paul die Luftpumpe bringen? Klar, kein Problem. Wo ist er denn? Beim Volleyball mit Konstantin. Danke. Yes! Hey, spielt ihr gerne Volleyball? Klar. Ja, und warum lernt es denn nicht? Die meint dich. Schielst du? Die hat doch eindeutig auf dich geguckt. Träum weiter. Siehst du? Hey Jungs, geht's heute noch weiter? Sofort. Willst du noch zu Ende spielen oder willst du sofort deinen Korb abholen? Nach dem Spiel werden wir sehen, wer von uns beiden den Korb bekommt. Was ist denn hier los? Die Frau hat mich überrascht. Was? Und dann wurde mir schwarz vor Augen. Chloroform. Haben Sie etwa den Medizinschrank offen gelassen? Ich habe immer abgeschlossen. Das kann doch nicht wahr sein! Was steht auf, verdammter Idiot! Wenn sich denn drei hochbezahlte Profis von einer Schwangeren austricksen lassen? Seid ihr so dämlich oder was? Das stimmt also doch. Du hast Tanja tatsächlich entführt. Das war ja gar nicht mal so schlecht. Spielt ihr schon lang zusammen? Paul ist gerade erst aus Buenos Aires hergezogen. Cool, Brasilien. Argentinien. Meine ich doch. Du scheinst ziemlich fit zu sein. Hast du noch andere Hobbys? Bitte? Was du sonst noch so machst? Sport und in Englisch. Oh, du bist ja ein ganz Hemmungsloser. Wenn hier nicht so viele Leute wären, dann würde ich dir schon zeigen, wie hemmungslos ich bin. Sollen wir vielleicht zu den Umkleidekabinen gehen? Da sind wir ungestört. Später. Habt ihr jetzt vielleicht Lust, gegen uns zu spielen? Komm, wir gehen uns umziehen. Wie hast du das denn hingekriegt? Mit der Zeit kriegt man Routine. Was meinst du, wie alt sind die beiden? Sie gehen in Nikos Stufe. Also 18. Ja, was guckst du denn jetzt so bedröppelt? Du hast auch schwer Eindruck auf sie gemacht. Ich? Doch wohl eher du. Ich meine beim Spiel. Typisch, wenn es ernst wird, dann machst du dir wieder in die Hose. Von wegen. Eindeutig Angstschweiß. Ich könnte wetten, du hast auch nie... Spinnst du? Natürlich habe ich schon. Und nicht nur einmal. Weißt du, was ich glaube? Wenn hier einer noch Jungfrau ist, dann du, mein Lieber. Nee, du hast wirklich noch nicht. Geht's vielleicht auch ein bisschen leiser? Außerdem, vielleicht ändert sich das ja heute.
Ansgar! Was hat dich geritten, Tanja in dieser Villa festzuhalten? Das ist Freiheitsberaubung! Das ist auch noch gar nichts gegen ihre Methoden. Was soll das denn heißen? Dass du nicht die geringste Ahnung hast, wozu Tanja fähig ist. Und jetzt lass mich in Ruhe. Verdammt, Ansgar! Egal, was zwischen euch vorgefallen ist, Tanja kriegt ein Kind von dir, sie ist schwanger! Da kannst du nicht einfach wegsperren! Ja, das war allerdings ein Fehler. Ich hätte von Anfang an eine Lösung finden sollen, die endgültiger ist. Hätte ich jetzt nicht dieses Theater... Verteilen, wir suchen Vanessa. Sag bloß, Felix hat dich mit seiner Panik jetzt auch noch angesteckt. Was ist denn überhaupt los? Ja, die Presse hat Vanessa ziemlich fertig gemacht. Und als sie auch noch beim Müllsammeln aufgelauert haben, ist sie natürlich abgehauen. Naja, danke. Also wie ich Vanessa kenne, lässt sie sich in irgendeinem Wellnesshotel im Bergischen gut gehen. Ganz meine Meinung. Das kann sie sich doch gar nicht leisten. Außerdem hätte sie uns bestimmt Bescheid gesagt. Ihr werdet sehen, ihr macht euch ganz umsonst Sorgen. Und was, wenn ihr doch was passiert ist? Felix meinte, die war fix und fertig. Außerdem ist sie schon ganz schön lange weg. Nico macht sich auch schon Sorgen. Nico? Das glaube ich nicht. Du scheinst die Sache ja ziemlich locker zu nehmen. Weißt du irgendwas, was wir nicht wissen? Dann hätte ich es euch doch gesagt. Ich habe von der ganzen Sache sowieso nichts mitbekommen. Stimmt. Wo bist du überhaupt die ganze Zeit gewesen? In der WG sieht man dich ja kaum noch. Ich habe eben ganz schön viele Schichten. Na, so oft bist du auch nicht hier. Ich habe halt viel um die Ohren. Aber wenn ihr euch Sorgen macht, dann helfe ich euch natürlich so. Super, dann verteile ich die schon mal weiter. Ich melde dich einfach, wenn du fertig bist, okay? Mach ich. Danke, komm. Sag mal, glaubst du, ich kann heute ein bisschen früher weg? Also, solange hier so viel los ist, schaffe ich das nicht allein. Geht klar. Das war erst der zweite Satz. Stimmt, eigentlich wollten wir euch ja gewinnen lassen. Sollen wir aufhören? Oh, ja, gute Idee. Was machst du denn hier? Ich bin gerade erst gekommen. Ich habe nicht gefragt, seit wann du hier bist, sondern warum. Hier, eure Luftpumpe. Die brauchen wir jetzt nicht mehr. Trotzdem danke. Lisa, warum tust du dir das an? Das mit Konstantin und dir, das wird nichts. Geh lieber nach Hause. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Mir geht es blendend. Hey Paul, du glaubst gar nicht, was gerade geklappt hat. Wer ist denn das? Das soll ein Abend verwachsen werden, oder? Das ist Lisa, Pauls Schwester. Wir wollen nachher noch aufs Schloss. Ich muss sowieso jetzt los. Bin noch verabredet. Also, Ansgar, was hast du jetzt vor? Ich glaube, bis Tanja über alle Berge ist, werde ich mich wohl etwas vorsehen müssen. Kein Wunder, dass sie sich an dir rächen will. Ja, dir wäre das natürlich recht. Wir reden hier gerade nicht von mir. Was glaubst du eigentlich, was passiert, wenn Vater davon erfährt? Warum sollte er? Du wirst ihm garantiert nichts verraten. Ach ja? Du willst doch nicht, dass er erfährt, über wen du mit deiner übereilten Hochzeit hinwegkommen willst, oder? Ich heirate Silke, weil ich sie liebe. Ja, dann sind wir uns ja einig. Weißt du was? Mittlerweile wünsche ich mir fast, dass Tanja dich erwischt. Und das ist Holz hier. Ja, da weiß ich noch nicht. Ani, was soll denn der Quatsch? Die ersten Katastrophentouristen, oder? Kommt ihr, um zu helfen? Tut mir leid, dass wir hier einfach so reinplatzen. Ja, aber wir haben, beziehungsweise Luca hatte einen genialen Plan, wie wir Vanessa finden können. Und was ist das für ein genialer Plan? Kopfstützenbezüge mit Vanessas Foto. Wenn wir die in allen Taxen der Stadt verteilen, wird sich ja wohl jemand finden, der sie gesehen hat, hm? Was hältst du davon, hä? Nicht übel. Nicht übel. Ja, schon okay. Tut mir leid, ich muss heute Morgen meinen Schlüssel vergessen. Ein Wunder bei dem Chaos, du wirst schon erwartet. Ja. Yes. Hey. Susanne, wir haben ein Attentat auf dich vor. Eine Bekannte von uns ist verschwunden und diese Kopfstützenbezüge, die... Hey, die habe ich heute Morgen gefahren. Sind Sie sicher? Ja, ziemlich.
Wo ist sie ausgestiegen? Am Bahnhof. Bringt uns ja nicht wirklich weiter. Da ist immerhin eine Spur. Wie hast du die beiden eigentlich so schnell überredet, mit nach Königsbrunn zu kommen? Du Unschuld vom Lande. Nun, ich würde sagen, sie sind meinem naiven Charme erlegen. Okay, dass ich auch im Schloss wohne, hat vielleicht auch geholfen. Der Zweck heiligt die Mittel, würde ich sagen. Warte. Lisa. Alles klar? Sicher. Ich wollte dich nur fragen, ob du nicht vielleicht doch mit aufs Schloss kommen möchtest. Ich habe doch schon gesagt, ich bin verabredet. Ach so. Lisa? Hm? Ach, nichts. Viel Spaß. Euch auch. Was war das denn? Ich habe nur Tschüss gesagt. Ach so. Mann, hoffentlich vermassel ich's nicht. Blödsinn. Ja, du hast leicht reden. Mit deiner Erfahrung. Ich meine, wie sorge ich denn für die richtige Stimmung und so? Am besten, du machst einfach, was ich mache. Kann nicht schief gehen. Nein, kein besonderer Grund. Ich will nur kein Gesindel auf dem Anwesen. Ja. Und lassen Sie bitte die Hunde laufen. Ja, genau. Ja, Ihnen auch eine grusame Nacht. Jeder behaupten. Ich wette, diese Taxifahrerin, die ist nur hinter der Belohnung her. Sie ist die Tochter von Arno Brandner. Sie war sich absolut sicher, dass es Vanessa war. Das ist mir alles viel zu vage. Wenn Vanessa in der Stadt ist, dann würde sie sich doch melden. Vielleicht ist sie ja gestürzt und hat ihr Gedächtnis verloren. Das ist ja nicht übel. Hier geht's mir. Ich muss jetzt los. Aber war nett, mal wieder mit dir geredet zu haben. Aber wow, es wird ja immer besser. Setzt euch doch. Ja, Moment. Das müssen wir uns erstmal genauer ansehen. Ich lasse uns auch gleich was zu trinken bringen. Aber erst machen wir den Kamin an. Hilfst du mir, Janine? Gerne. Oh, gleich brennt das Feuer im Kamin. Wie romantisch. Stört dich das? Habe ich das gesagt? In Italien hatten wir auch einen Kamin. Ach, du warst in Italien? Da bin ich groß geworden. Und der Kamin war noch viel größer. Größe ist nicht alles. Du sprichst von Kamin, richtig? Ja, klar. Was denkst du denn? Und jetzt mach mal Feuer. Gleich wird's hier richtig heiß. Davon gehe ich aus. Wer hat dir denn so gut Beachvolleyball beigebracht? Derselbe Trainer, der mir auch das Küssen beigebracht hat. Und du? In Argentinien ist das ja quasi Volkssport. Na, dann musst du ja ein ziemlich guter Küsser sein. Also, wenn es euch zu heiß wird, wir haben noch das ein oder andere freie Zimmer. 53, um genau zu sein. Na, das klingt doch verlockend, oder? Ja. Aber also, willst du ja nichts trinken? Du musst unbedingt Konstantins Margaritas probieren. Die sind weltberühmt. Welche Margaritas?
Na, deine. Komm, wir machen die schnell. Wir sind gleich wieder hier. Mir entschuldigen, ich hab dir schon längst verziehen. Du mir? Das wird ja mal besser. Du putzt? Kannst du mal sehen, wie langweilig mir ist? Und kannst du mir mal sagen, warum du nicht an dein Handy gehst? Ich bin noch verschollen. Das bist du die längste Zeit gewesen. Weißt du eigentlich, dass wegen dir die ganze Stadt auf dem Kopf steht? Du kommst jetzt mit und dann klärst du die Sache. Hast du sie noch alle? Mann, der sucht doch nach einer Lösung, wie er mich aus der Sache wieder rauskriegt. Und? Wird er eine finden? Ja, das wird er. Hast du eine Ahnung, was für ihn er von der Sache abhängt? Sag mal, willst du alle deine Freunde verlieren? Die denken, dir ist sonst was passiert. Selbst Nico macht sich schon Sorgen. Nico? Das ist nicht witzig. Wenn du ein kleines bisschen Anstand hast, dann kommst du jetzt mit. Und können wir 4 Margaritas haben? Ich werde sehen, was ich tun kann. So, und jetzt erklär du mir mal, was es eben sollte. Lief doch super. Aber hier auf dem Schloss, das ist mir irgendwie peinlich. Was ist, wenn mich jemand erwischt? Wie gesagt, über 50 abschließbare Zimmer. Was willst du mehr? Trotzdem. Kann es sein, dass du Schiss hast? Quatsch. Das ist doch völliger Blödsinn. Ich finde nur... Also gut, ich habe vorhin wohl ein bisschen übertrieben. Wie soll ich denn das jetzt verstehen? Ich hatte auch noch nie Sex. Sag mal, was machst du denn hier? Ich hab dir doch gesagt, ich melde mich bei dir. Ich bin dir hinterhergefahren. Wie bist du denn hier überhaupt reingekommen? Der Pförtner kennt mich. Er hat sich übrigens schon gewundert, dass im Penthouse immer Licht brennt. Obwohl da keiner mehr wohnt. Dafür kannst du ja 1000 Gründe geben. Mhm. Zum Beispiel Vanessas Gedächtnisverlust, ne? Wahrscheinlich weiß sie einfach nicht mehr, wo der Lichtschalter ist. Und was für ein Riesenzufall, dass sie direkt hierher gefunden hat, hä? Es ist doch gar nicht raus, dass sie hier ist. Weißt du was? Ich fahr jetzt mal eben schnell hoch. Stört sich, wenn ich mitkomme? Du hast doch nichts zu verbergen, oder?